Wo ist es jetzt? Alter. Na, diese komische Konsole, aber ich wollte mich gerade umgucken, werde ich erst mal instant angegriffen. Ja. So, jetzt mal umgucken. Dahinter muss ich. Das ist der Idiot, den ich klatschen muss. Ich müsste aber noch zwei von den Gefährten killen. Nö, scheiß drauf. Redest du mit mir, Typsi? Ich dachte gerade, du meinst mich. Hä? Nicht Weber für dieses Gespräch. Hä? Oh, leck mich doch am Arsch, ey. Sprich mit General Colvin.
Ja, Wett, es wäre mal nett, wenn du mich heilen würdest. Fick dich! Wieso hat die Eif mich nicht geheilt? Sonne rufen. Ja, Sonne rufen, dort spawnen, gleich weiter klatschen. Kann doch nicht wahr sein! Ne, warte mal, die sind ja. Oh, die haben jetzt wieder volles Leben. Yep. Oh, leck mich am Arsch. Leck mich doch. Nein, danke. Hä? Zur imperialen Befragungskammer. Helden 2 Befragung fehlgeschlagen. Ich hab die doch. Besiege die republikanischen Gefangenen. Hä? Willst du mich verarschen? Ne? Gleich geht's besser. Was mache ich denn die ganze Zeit? Ich muss Waffenhändler und SID-Agenten ausschalten. Ja, es ist, bei mir ist es hier gerade scheißegal, welchen Weg ich renne. Ich werde immer von 3 Typsis angegriffen, die dann ordentlich Damage machen. Aber irgendwie muss ich hier noch 2 republikanische Gefangene irgendwie klatschen. Ach, das sind die Typen. Ah. Ah ja, komm, scheiß drauf. Und da ist er erledigt, die Quest. Kann ich jetzt mit dem Affen quatschen? Ja. Oh, Bugthra Wanawaga mi Bunawa due Dwipe. Kabanotase makipuna, malituta od Mishka. Ja, weiter. Chechopa, Guma, Ni, Umpi, Put Malia, Bedwana, Nibobo. Man kann seine Lebensart auch ändern. Bunawa Twipi, La Liska. Pampawula, Giota, Kakoga, Huta, Nupisto. Poya tuka changa goptula do bata wana wanki. Endlich hat es jemand erkannt. Patoga wata kiko uba kiri wata buki donko. So sollte es sein. Viel Erfolg. Kupa tonti toki maki chisa chubolo wawuni. Ja, ich habe einen neuen Sith rekrutiert. Was? Der wollte. Er ist stärker geworden, weil er Menschen getötet hat. Und da habe ich jetzt einfach rekrutiert. Ich glaube, die Quest hatte ich aber auch schon. Ach du Heimatland, wie sehe ich denn jetzt aus? 306.
Der Gürtel macht 341. 333. Nee, gut. So, dann kann ich jetzt den Schauplatz hier verlassen. Immer noch 5 gelbe Quests zu erledigen, Alter. Ach, das war's schon. Das war ja nichts. Gut, jetzt wieder rückwärts. Wie viele gelbe Quests hast du noch? 5er. Muss ich gleich mal schauen, wie viel ich noch. Ich habe so viele lila, ne? Vor allem. Habe ich schon 4 Stück. Ja, allein nur. Sind ja mal ganze Quests rein. Ich habe sogar nur 3. Ich sollte vielleicht mal meine Zwergangefährten losschicken und wieder ein bisschen was machen hier. 1506 Credits, los. Ab geht's. Für das Vertrauen. Was denn überhaupt? Also erstens, wie machst du das? Zweitens, was machen die jetzt? Die machen ihren, gehen ihren Beruf nach. Ausgezeichnet. Ich hatte und zwar Archäologie. Gefragt, was ich für sie tun könnte. Okay, und wie? Drück mal B. Warte kurz 2 Sekunden. Ist gerade nicht passend hier. 3 Sekunden sind rum. Ich habe außerdem nur 2 gesagt, aber gut. B. Ja. So, dann hast du doch neben dem Charakterskin so ein etwas größeres Symbol unter dem Namen. Ja. Das klickst du an und dann suchst du dir oft in dem neu geöffneten Fenster einfach was aus, was die erledigen sollen. Okay. So, die sind gerade neu gespawnt. Das öffne, habe ich sowas wie Implantat und Zelltransplantation. Also so 2 Untergruppen, aber was soll ich dann machen? Ordentliche Komponenten. Also ich kann meine einfach losschicken, die erledigen dann die Aufgaben dort. Ich klicke die Aufgabe an. Und wenn du die Aufgabe angeklickt hast, steht dann unten Gefährten senden. Dann musst du es herstellen. Ja, ich habe aber nicht die Materialien dafür. Dann musst du die Materialien erst holen. Ja, wie? Das sind die, die du einsammelst. Was hast du für da für eine Berufsgruppe? Biochemie. Das heißt, du müsstest eigentlich irgendwie Pflanzen oder Chemikalien oder so immer einsammeln können. In den Raumstationen, auf den Planeten und so weiter. Habe ich noch nie was zugefunden, noch nie. Ich habe immer nur eure Sachen gefunden, witzigerweise. Ja, dann musst du das einfach mal anklicken. Vielleicht kannst du das ja dort auch dann einscannen. Nee, habe ich schon immer probiert. Dann musst du dich da mal reinlesen, was bei deinem genau ist. Ich sag mal so, meine Berufsgruppe ist jetzt auf über 200 Punkte gestiegen mittlerweile dadurch. Ich muss nach da unten. Och nee, hier sind ja wieder die ganzen Attentäter. Da
zur Tür muss ich. Und ich fahre immer noch vorbei. Hey, jetzt muss ich dort zum Aufzug. Was ist denn das für eine Logik? Ich bin doch erst mit dem Aufzug gefahren. Oh, hier liegen ein paar Tote rum. Und hier war ich noch nicht. Ich selbst übertroffen haben. Ich denke, dass ich sie blauer Kristall, roter Kristall annehmen. Komm, dann kannst du gleich weitermachen hier. 1880, los. Ausgezeichnet. Ich hatte mich gerade schon gefragt, was ich für sie tun könnte. Was? Republikanischer Überwacher, alles klar. Schon besser. Dachte ihr, wärt stärker? Ich dachte, ihr wärt stärker. Was da? Na, so stark seid ihr dann doch nicht. So. Jetzt habe ich auch 4 Hauptquests. Ja. Moin, Alk. Ja. Welche machst du jetzt? Keine Ahnung, fahr zu irgendeiner lilanen. Beziehungsweise, ich guck, ob sie. Achso, hast du keine gelben mehr? Doch, doch. Aber ich guck nebenbei immer noch nach Händlern. Ich habe noch nicht wirklich gute gefunden, ehrlich gesagt. Das. Unterhändler, da gibt es ja irgendwelche Missionen, die mache ich nicht. Nee. Ich mache alle Nebenmissionen. Einmal, wohlbemerkt. So. Die Willkommen. Nicht Moment, ich bin General Colvin, der Missionsleiter. Wenn eure Zeit es zulässt, könnte ich eure Hilfe gebrauchen. Der Imperator hat mir befohlen, ein großes Rätsel dieses Sektors zu lösen. Ein Komplex, der vor Jahrhunderten von einem Sith namens Darth Revan konstruiert wurde. Bei seiner Fertigstellung versiegelte Revan im Inneren eine mysteriöse Fracht, zusammen mit vielen fremdartigen Sklaven. Seitdem hat niemand den Komplex verlassen oder betreten.
Der Komplex steht seit Jahrhunderten hier und niemand ist hineingelangt? Erevans Sicherheitsvorkehrungen sind, gelinde gesagt, gründlich. Der Komplex ist durch selbstreparierende automatische Verteidigungsgeschütze und einen anscheinend endlosen Vorrat an Attentäter-Droiden geschützt. Beeindruckende Technologie. Wir haben mehr als ein Jahrzehnt versucht, diese Verteidigungen zu durchbrechen und sind gescheitert. Erstaunlich, dass man so überleben kann. Ich habe erst vor kurzem das Kommando übernommen. Meinen Vorgängern mangelte es, wie soll ich sagen, an Einsicht. Ich habe entdeckt, dass die Verteidigungssysteme des Komplexes den Reaktoren in diesem Sektor Energie entziehen. Die Besitzer dieser Reaktoren wissen nichts davon. Leider sind es unsere Feinde. Republikanische Sondereinheiten, Verbrecherkartelle und Söldnerarmeen. Sie werden ihre Reaktoren niemals freiwillig abschalten. Ich werde diese Reaktoren abschalten und jeglichen Widerstand ausräumen. Ihr ehrt mich mit eurer Unterstützung. Um Zugang zu Revans Komplex zu erlangen, muss jeder Reaktor abgeschaltet werden, der seine Verteidigungen versorgt. Wenn nur ein einziger aktiv bleibt, gelangen wir niemals hinein. Viel Glück. Das klingt nicht sehr begeistert. Opali-Kristall bekommen, okay. Ah, nö, passt schon. Irgendwas mit Revan mache ich gerade. Ist gleich erledigt. Irgendwas mit Revan. Ach so, ach, das Grab und so weiter. Da. Reaktoren wahrscheinlich musst du abschalten oder zerstören. Yep. Ich habe sie nur angenommen, noch nicht gemacht. Eins, zwei, drei. Ich darf schon wieder gegen die Jedi kämpfen. Ich habe keinen Bock mehr. Ach nee. Nee, vergiss es. Die hatte ich schon. Ich hab gedacht, ihr seid stärker. Ist ja ein Witz. Der erste Reaktor ist direkt vor mir. Ich drück die ganze Zeit nur meine Standardattacke in Feinde zum Selbst diese Tech-Hunde, das ist ja ein Witz. Oh, der ist mal ein bisschen stärker. Und auf einmal so. Eigentlich tot. Nö, der ist tot. Ja, war mir auch klar, dass er tot ist, aber trotzdem. Cool wär's gewesen. So, der ist abgeschalten. Auf zum nächsten. Und zwar einmal darum. Ich komme gleich wieder. Ja. Da hinten, am Arsch der Map.
Stammle. Was? Es gab Komplikationen. Bitte deaktivieren Sie mich nicht. Das Witzige ist, ich fahre die ganze Zeit an den Gegnern vorbei hier. Es gibt vielleicht 5, 6 Plätze, wo du kämpfen musst, und das war's. Danach fährst du wirklich schon noch mit dem Speeder an denen vorbei. Der vor mir macht es genauso. Da ist es. Kehre zu Colonel Dingsbums zurück. Machen wir doch gerne. Das sind auch wirklich bei meiner. Ich mache jetzt auch eine Hauptquest, das sind auch nur wirklich zwei, drei Hitze. Naja, Schläge.